Ja, jetzt möchte ich euch mal den Versuch zeigen, der bei mir alle Klarheiten beseitigt hat, wenn man es so mal ausdrücken will. Also der Versuch, der mich restlos überzeugt hat, so einen Perpetual Motion Holder Motor mal zu basteln. Ja, Grundprinzip ganz simpel, ne? Festplattenmagnet, habt ihr bestimmt alle zu Hause irgendwo mal, ne, eine Festplatte auseinander bastelt. Ja, da ist es ja so, dass auf einer Seite Nordpol ist, auf der anderen Südpol und das ist perfekt für unseren Perpetual Motion Holder Motor. Ja, wenn man jetzt noch so kleine Ferritkerne hat, so kleine Stücken oder normale Eisenstäbe gehen auch. Auch kein Thema. Tja, und dann werden hier eben Spulen drumherum gewickelt, ne? Ja, wer es etwas einfacher haben möchte, der soll sich einen alten Rasierapparat nehmen. Da sind nämlich solche Schwingankerspulen drin. Ja, vorne das Teil wegflexen. Dann schaut es so aus. Und hier hinten wird auch noch auseinander geflext, dass wir hier zwei solche Teile haben. Ja, und dann kommt einfacher Magnet hier ran. Genau. So würde das dann ausschauen. Für diesen ersten Praxistest, ne? Gut, so, und um das jetzt mal zu demonstrieren, wie das denn dann so eigentlich funktioniert, braucht man einfach noch zwei LEDs. Und die LEDs werden entgegengesetzt aneinander gelötet. Also das heißt, das lange Beinchen kommt ans kurze und das kurze ans lange. Genau, so werden die jetzt zusammengelötet. Ja, und jetzt wird ganz einfach der eine Anfang von der Spule mit dem Anfang der anderen Spule verbunden. Ne? Ach, machen wir es mal so hier. Und die LEDs kommen dann einfach an die anderen zwei Anschlüsse. Ja, und dann brauchen wir einfach nur noch einen Verbindungsstahl. So, das Licht machen wir jetzt mal aus. Jetzt brauchen wir anderes Licht. Ja, gucken, ob es gleich so funktioniert, wie ich mir das denke. Na, also, so ist die Konfiguration jetzt. Die zwei LEDs sind ja, gegensätzlich. Also die eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung. Also müsste die eine aufleuchten bei einer positiven Halbwelle und die andere aufleuchten bei einer negativen Halbwelle. Stimmt's? Okay, so, mal gucken, was es jetzt macht. Nix. Leuchten beide? Ah, nicht schlecht. Nur eine. Leuchten wirklich beide. Sowas. Noch ein bisschen näher halten. Okay. Ich glaube, so kann man es sehen, ne? Ja, also wenn ich das jetzt noch richtig schön schnell abziehen würde, dann könnte man auch beim Abziehen noch was sehen. Aber da bin ich nicht schnell genug. Ja, so jedenfalls ist das Prinzip, ne? Und wenn dann auf der Seite, ja, versteht das? Das muss dann einmal
komplett kurz geschlossen werden und dann aber auch wieder komplett geöffnet werden. Na? Ja, und wenn wir jetzt hier eine Scheibe hätten, mit so einem Unterbrecher, dürfte hier kein Lenzscher Effekt auftreten. Dieser Wickelsinn von diesen original gewickelten Spulen, da kann einen schon wirklich wahnsinnig machen. Also hier ist es irgendwie wieder ganz anders. Hier muss man dann das Ende von der einen Spule mit dem Anfang von der anderen Spule verbinden. Ja, ganz anders, was ich bei meinem Perpetual Motion Holder Motor gemacht habe. Okay, ich bin mir aber nicht so sicher, welchen Wickelsinn die haben. Im Endeffekt könnte es doch wieder dasselbe sein, aber vergesst am besten die Experimente, die ich euch gerade gezeigt habe, weil so hier funktioniert es so, wie es funktionieren soll. Itzala.